Das muss ich mir jetzt einfach wirklich hier vorne drauf machen. Könnt ihr glauben, was ich gefunden habe? Ein Gadget aus Korea, mit dem man sich einfach tätowieren kann. Zu Hause, hier in seinen eigenen vier Wänden. Und das für schlappe 333 Euro. Wenn du zwei in den Warenkorb legst, steht da 666 und wir wissen ja alle, was das heißt. Das sieht irgendwie unheimlich aus. Egal, ein echtes Tattoo tut mit Sicherheit mehr weh. Das Ganze soll sogar wasser- und schweißfest sein. Das heißt, wenn man unterwegs ist, tanzt, lacht, im Sommer Spaß hat, schwimmen geht, bleibt es auf der Haut. Wir haben hier ein Ladekabel. Die heilige Druckerpatrone, die einfach original so aussieht wie die in den normalen Druckern für PCs. Hi, hast du auch Bock auf ein Tattoo? No. Primer haben wir auch. Wie immer ist die Devise bei meinen Testvideos, ich gebe 333 Euro aus, damit ihr es nicht tun müsst. Bin quasi der Produkt-TÜV von YouTube. Und das seit Jahren, ja? Leicht alkoholisch mit einem blumig süßigkeitenmäßigen Abgang. Warum sind da Haare drin? Wurde das schon verwendet an Körperzonen von fremden Menschen, mit denen ich nicht meinen Arm behandeln möchte? Ich sollte mir erstmal die Gebrauchsanweisung anschauen, bevor ich da irgendwas aufreiße. Für den Preis hätten sie schon auch eine deutsche Beschreibung da reingeben können. Ich lese immer nur Prinker. Satisfying. Wie krass, ich habe gerade die App geöffnet und hier steht 20 Uploads für diesen Monat übrig. Upgrade jetzt für unbegrenzte Uploads. Ja, Leute, man muss einfach nochmal zu diesen 333 Euro ein monatliches Abo abschließen. Also das gefällt mir als Schwab schon mal gleich überhaupt nicht. Hier haben wir auch schon unser Bluetooth. Es zeigt mir mit diesem Pfeil, dass ich an meiner Haut entlang fahren soll. Ich habe aber keine Ahnung, welches Motiv da jetzt rauskommt. Oh Gott, ich bin so aufgeregt! Ich verhalte mich gerade, als würde ich das jetzt für den Rest meines Lebens haben. What the hell? Ist es euer Ernst? Das sieht ja richtig kacke aus. Und was soll das überhaupt heißen? Prinker? Und wegen dem habe ich jetzt nur noch 19 statt 20 Tattoos diesen Monat übrig? Das habe ich nicht in Auftrag gegeben! Gucken wir jetzt mal, was für Designs die App so hergibt. Machen wir doch dieses Gesicht. Ein bisschen auf artsy und so. So, es überträgt. Press! Okay, es geht los, der Pfeil ist wieder da. Warum mache ich das da? Ich will es eigentlich gar nicht da. Und ich muss die Haut auch vorher noch primen. Oh mein Gott, das ist alles so viel Stress. Wohin macht man sich sowas da so? Lasst euch übrigens nicht stören, dass ich hier Musik höre, ne? Oh, für das, dass ich hier eine Sehne habe, die ziemlich raussteht, wo das Ding drüber gefahren ist, finde ich, ist es recht okay. Es ist hier so ein bisschen verschwommen. Und guckt mal, ich habe hier auch eine Fräsung und so Streifen, wo das Gerät entlang gefahren ist. Also das ist irgendwie dann doch ein bisschen invasiver, als ich gedacht hätte. Was meint ihr, wenn man das so von Weitem sieht? Würdet ihr in Frage stellen, ob es echt ist? Schauen wir, was es sonst noch so gibt. Oh, süß, ein Rentier. Okay, let's do it. Mit Schmackes drüber. Wie es aussehen sollte versus wie es aussieht. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Also bisher not a big fan. Let's go. Oh mein Gott, das ist gut geworden. Guck mal. Es ist jetzt zwar der 100. Anlauf, aber langsam wird's. Ist das Perillion Beauty? Ja! Wie exakt auch diese Konturen hier sind von dem. Oh, ein kleiner Bizi! Den muss ich natürlich auch machen. Leute, mir wird eigentlich gerade bewusst, dass ich schon echt viele Tattoos jetzt verschwendet habe. Ich habe ja nur 20 diesen Monat. Egal. Für hässliche Tintenflecken muss ich keine 333 Euro bezahlen, sondern kann ich auch in den nächstbesten Kindergarten gehen und ihn mit dem Stempelkissen über mich herfallen lassen. Oh, fuck, das ist ja mega lang. That's what she said. Ich finde es schon mal ziemlich cool, dass man so riesige auch machen kann. Aber die Qualität überzeugt mich nicht. Versuchen wir mal das hier. Los geht's, Freunde. Man soll richtig schön gleichmäßig entlang ziehen. Oh mein Gott, das sieht ja richtig kacke aus.
Wird dieses Teil seinen Weg in die Eizelle finden? Ich glaube nicht. Die Mondphasen sind ja auch süß. Und apropos Mondphasen, Leute, ist euch schon mein Ring aufgefallen? Und diese wunderschönen Ohrstecker, auf die gibt es gerade 20% Rabatt und auf einige weitere ausgewählte Sachen in meinem Onlineshop Urban Pieces. Ihr könnt gerne vorbeigucken, ob noch was vorrätig ist. Los geht's, Freunde. Eventuell als Knast-Tattoos. Oder was meint ihr? Okay, Leute, ich komme überhaupt nicht mehr klar. No regrets. Das muss ich mir jetzt einfach wirklich hier vorne drauf machen. Okay, guckt kurz weg. Kurz atmen lassen. Problem ist irgendwie, das sprüht nicht wirklich in so einem feinen Nebel, sondern mehr so tropfenartig. Deshalb fransen dann manche Motive an den Stellen, wo eben kein Spray ist, so ein bisschen aus. Wenn das jetzt klappt. Ernsthaft? 333 Euro! Das akzeptiere ich überhaupt nicht. Es ist so witzig! Nur leider nicht lesbar! Oh mein Gott, ich bin wie so voll die Biker-Braut, Alter. Für einen kurzen Moment hart fühlen. Und sagt mal, meint ihr eigentlich, dass alle Tattoos immer eine Bedeutung haben müssen? Oder seid ihr so, yo, wenn es dir gefällt, kannst du es dir auch einfach so machen? Passend dazu brauche ich jetzt nur noch hier eine Träne her. Hilfe! Es brennt in meinem Auge und in meiner Nase. Okay, ich bin gerade richtig nervös. Kim, es ist kein echtes Face-Tattoo, okay? Alles ist cool. Los geht's! Oh mein Gott, Hilfe! Was ist das denn? Es wirkt auf mich, als wäre das Ganze noch nicht so ausgereift. Und die verkümmerte Schlange auf meiner Schulter denkt sich so, ach nee. Ha, da haben wir jetzt zum ersten Mal so ein paar Details jetzt. Das ist übrigens die beste Methode, das möglichst schnell runterzukriegen mit wieder diesem Zeug. Denn das ist tatsächlich richtig wasserfest. Ich habe vorhin versucht, das runterzuwaschen, einfach nur unter fließendem Wasser. Funktioniert nicht. Ohne Seife geht da gar nichts. Guckt euch das an! Was für Details! Man braucht also nur ein bisschen Übung und darf nicht so fest aufdrücken. Guckt euch hier jetzt auch nochmal meine Haut an, wie die einfach vollgekleistert ist. Das ist so, als hätte ich mich mit Uhu irgendwie eingecremt. Holen wir uns jetzt noch eine Meinung von einem wirklich tätowierten Menschen. Was sagst du, hä? Wolfgang, was steht da? No regrets. Gibt es vielleicht ein Symbol oder was? Gib mir auch was ab. Das ist ein übelster Zornbrand. Ja. Das soll eine Schlange sein, oder was soll das sein? Wir wissen beide, was du denkst. So eine nette Kackstreifen. Alles in allem, was ist dein Fazit? Kacke. Und willst du noch wissen, wie viel ich gezahlt habe? Hit me. 333 Euro. So schön. Aber ich habe no regrets. Und an dieser Stelle stellen wir uns wieder die Frage, lohnt sich dieser Aufwand oder kann man das Ganze auch einfach aufkleben? Ich werde das Ganze jetzt stückchenweise aufkleben, da das 1000-mal einfacher ist als am Stück. So kann ich das perfekt anpassen. Oh mein Gott, ist das gut. Wie geil ist das denn, bitte? Alles in allem hat mich das hier gute 2 Minuten gekostet und das hier gute 2 Stunden, bis ich dann endlich mal was halbwegs Brauchbares hingekriegt habe. Man muss da echt tierisch auf die Geschwindigkeit und auf den Druck und so aufpassen. Sonst sieht das Ganze halt einfach aus wie so ein billiger Stempel aus einem Nachtclub für 333 Euro. Fun Fact, ich habe mir diese Woche auch ein echtes Tattoo machen lassen. Auf meinem Vlog-Kanal habe ich dokumentiert, wie mein Microblading der Augenbrauen so gelaufen ist über die letzten beiden Wochen. Checkt einfach Kim Vlogt aus, lasst gerne ein Abo da. Ich packe euch die Links zu beiden Produkten mal unten in die Infobox. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr Tattoos habt. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns jetzt hoffentlich gleich dort und ansonsten in meiner Instagram-Story beziehungsweise einfach im nächsten Video. Bye!